Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Freundinnen der Gustav-Adolf-Gemeinde, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserer YouTube-Andacht, diesmal zum Sonntag ex Audi. Ja, und heute wollen wir uns mit der Konfirmation beschäftigen. Denn eigentlich feiern wir zu ex Audi eine Woche vor Pfingsten immer das Konfirmationsfest. Dieses Jahr, ja, ist natürlich wegen Corona alles anders, da feiern wir nicht. Aber trotzdem wollen wir uns heute mal damit beschäftigen, was die Konfirmation für unser aller Leben bedeutet. Ich wünsche Ihnen viele gute Anregungen und Gedanken aus unserer Andacht, die Sie stützen, begleiten und stärken. Wir lesen Worte nach Psalm 27. Gott ist mein Licht, wenn es finster ist. Er ist mein Schutz, wenn ich Angst habe. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor den Menschen? Vor dem Alleinsein? Gott ist stärker. Er ist bei mir. Verlass mich nicht, Gott. Zeige mir meinen Weg. Begleite mich. Wenn du bei mir bist, habe ich Mut. Wenn du mir hilfst, bin ich stark. Du, Gott, bist mein Licht, wenn es finster ist, und mein Schutz in der Nacht. Ich danke dir, dass du mir hilfst. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Freundinnen unserer Gustav-Adolf-Gemeinde, heute denken wir besonders an unsere Konfis. Ihr Lieben, ich möchte euch jetzt einmal persönlich ansprechen. Letzten Sonntag, da wäre euer Vorstellungsgottesdienst gewesen. Und wie ich euch kenne, wäre der super gewesen. Jetzt am Freitag hätten wir euren Einzug und Auszug im Gottesdienst geübt und natürlich das Knien bei eurer Einsegnung. Dazu hätte ich euch gebeten, eure Konfirmationsschuhe zu tragen, denn die haben ja meistens glatte Sohlen und das ist für euch, die ihr meistens Turnschuhe tragt, ungewohnt. Wie läuft man damit auf dem gewachsten und polierten Boden unserer Kirche? Und die Mädels haben zudem oftmals zum ersten Mal hohe Absätze. Auch das bedarf ein wenig der Übung meistens. Am Samstag hätten wir dann die Andacht am Vorabend der Konfirmation gefeiert. Und wenn ihr dann weg gewesen wärt, dann hätten wir die Kirche mit Blumen geschmückt für den großen Tag. Ich hätte eure Konfirmationsurkunden und die Geschenke auf den Altar gelegt, die Liedblätter auf eure Plätze und an den Eingang. Und dann am Sonntag, ich stelle mir euch vor und ich sehe Bilder vor mir, wie ihr lebhaft seid, wie immer. Und natürlich aufgeregt, euer großer Tag.
Ich sehe eure Familien, die sind ebenfalls ein bisschen aufgeregt. Für eure Eltern und Großeltern ist die Konfirmation ein ganz besonderer Moment. Tatsächlich, so groß sind sie schon? Schon wieder ein Lebensabschnitt. Jetzt werden sie schon konfirmiert. Familienmitglieder, die man nicht jeden Tag sieht, sind angereist. Alle freuen sich auf das Fest. Ich sehe euch an und stelle fest, wie sehr ihr euch weiterentwickelt habt. Seit euren Kindertagen, ja, aber auch allein schon seit der Vorkonfirmandenzeit. 18 Monate, die machen in eurem Alter viel aus. Nun sind wir auf Warten geschaltet und wir hoffen, dass wir am 6. September ein wunderschönes Konfirmationsfest miteinander feiern und erleben dürfen. Und gerade in dieser Situation möchte ich, dass wir uns alle vor Augen halten, dass Konfirmation weit mehr als ein Fest bedeutet oder ein einmaliges Ereignis in unserem Leben. Die Konfirmation ist die Bestätigung unserer Taufe. Bei der Taufe wurden die meisten von uns nicht gefragt, ob sie zur Familie der Christen und Christinnen gehören wollen und ob sie ihr Leben in Vertrauen auf Gott und in Verantwortung vor ihm führen möchten. Konfirmandenunterricht ist sozusagen nachgeholter Taufunterricht. Er soll uns noch einmal wesentliche Inhalte unseres Glaubens vor Augen führen, uns Gelegenheit geben zum Fragen und sich austauschen. Er soll ein gemeinsames Suchen nach Gott sein und junge Menschen dazu ermächtigen, am Ende der Konfirmandenzeit eine bewusste Entscheidung zu treffen. Will ich diesen Glauben bei meiner Konfirmation mit meinem eigenen Ja bekräftigen oder möchte ich das nicht? Als Pfarrerin wünsche ich mir, dass meine Konfis sich für ein Ja entscheiden können, aus innerer Überzeugung, selbst wenn da vielleicht noch manche Frage offen ist und auch der ein oder andere Zweifel herrscht. Das macht nichts, finde ich. Denn ein glaubender Mensch ist und bleibt immer auf der Suche nach Gott. Und er bleibt im Gespräch und in der Auseinandersetzung mit Gott. Denn den Glauben, den kann man nicht besitzen und den kann man auch nicht abheften, wie eine Konfirmationsurkunde, dass man sich sagt, so, das habe ich jetzt sicher. Der Glaube ist lebendig und er fragt uns ein Leben lang an. Was ich nicht möchte, das ist ein Ja bei der Konfirmation aus Bequemlichkeit, bloß wegen der Geschenke oder auch aus Druck von außen. Die innere Freiheit bei dieser Entscheidung, die ist wirklich wichtig. Und jetzt frage ich mal, wie war das bei Ihnen? Bei euch damals, bei eurer Konfirmation. Und ich weiß ja auch, dass viele, die diese Andacht schauen, katholisch sind. Und das finde ich auch super, dass wir zusammengehören als Christen und Christin, ganz gleich welcher Konfirmation. Dann überlegt ihr doch mal, wie das mit der Firmung gewesen ist. In der Rückschau gibt es Inhalte und Erlebnisse aus dem Konfirmandenunterricht, die Sie und euch begleiten, die Ihnen und euch vielleicht auch schon mal weitergeholfen haben. Welche Rolle spielt der Glaube in Ihrem, in deinem Leben? Haben Sie den Konfirmationsspruch oder den Firmspruch im Gedächtnis? Tragen Sie ihn im Herzen? Wir haben uns gedacht, wir erzählen Ihnen heute mal von unseren Erfahrungen und was uns das bedeutet bis heute. Und das erzählen für Sie Ulrike Ding und Marianne Schäffer. Wer mich heute kennt,
kann sich nicht vorstellen, wie schüchtern und komplex beladen ich mit 13 war. Auch wenn mit der Konfirmation nicht alles schlagartig besser wurde und ich noch einige Jahre des Erwachsenwerdens brauchte, um zu mehr Selbstbewusstsein zu kommen, hat meine Konfirmandenzeit dazu stark beigetragen. Ein paar Wochen vor meiner Konfirmation im Mai 1979 fuhren wir zur Konfirmandenrüstzeit nach Heiligenbösch. Das ist das mir damals schon sehr vertraute Freizeitheim des Kirchenkreises Birkenfeld. Dort hatte ich viele Ferienfreizeiten verbracht und die zugehörige, geliebte Kirche war und ist für mich Heimat. Wir bekamen zu Beginn der Rüstzeit Vorschlagslisten, aus denen wir später unseren Konfirmationsspruch aussuchen durften und haben uns dann intensiv mit Glaubensfragen, den 10 Geboten und dem Abendmahl auseinandergesetzt. In diesen 3 Tagen haben wir auch den Abschlussgottesdienst der Rüstzeit vorbereitet, zu dem unsere Eltern eingeladen waren und an dem wir Konfirmanden zum ersten Mal das Abendmahl mitfeiern durften. Der spätere Konfirmationsgottesdienst selbst ist mir gar nicht so genau in Erinnerung wie dieser Abschlussgottesdienst. Bei diesem ersten Abendmahl habe ich ganz intensiv körperlich gespürt, wie Jesus mir nahe kommt und dass seine Liebe mich trägt. Wenn ich daran denke, laufen mir manchmal Schauer über den Rücken und ich kann das Gefühl immer noch spüren. Daher habe ich meinen Konfirmationsspruch aus Römer 8, 38 und 39 ausgewählt. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Seitdem begleitet diese Zusage mich durch mein Leben. Durch Höhen und Tiefen gibt sie mir Mut und Selbstvertrauen. Die Bekräftigung »Ich bin gewiss« hilft mir, auch wenn ich zweifle. Der Spruch ist für mich so wichtig, dass wir ihn 1988 auch als Trauspruch ausgewählt haben. Dass Gottes Liebe immer da ist, für mich persönlich, auch wenn alles Mögliche dagegen zu sprechen scheint und ich gerade das Gefühl habe, dass Leid oder Trauer mich zerbrechen wollen. Diese Zusage trägt mich noch heute. Es gibt ein in meiner Jugend sehr populäres Kirchenlied, Gottes Liebe ist wie die Sonne, das dieses Gefühl ausdrückt. Das steht auch in unserem Gesangbuch, die Nummer 620. Wir hatten damals einen etwas anderen Text und ich lese daraus einige Passagen. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Streck dich ihr entgegen, nimm sie in dich auf. Sie kann dich verändern. Heute, wenn du willst. Niemals wird eine Wolke zwischen dir und Gottes Liebe sein. Gib die Liebe weiter an den, der nicht lieben kann. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Ich wurde 1965 in der evangelischen Kapelle in Ennepetal-Altenfürde konfirmiert. Ennepetal ist eine Stadt in Westfalen, etwa so groß wie Ingelheim. Altenfürde ist ein Ortsteil wie Freiweinheim, auch ähnlich groß wie Freiweinheim. Wir waren damals 22 Mädchen und 20 Jungen. 42 Konfirmanden aus einem Jahrgang. Wir hatten 2 Jahre lang Unterricht, 1 Jahr Katechumenenunterricht, 1 Jahr Konfirmandenunterricht und das 2-mal in der Woche, mittwochs und freitags nachmittags. Der Zeit davor haben meine Eltern mich fleißig jeden Sonntag in die Sonntagsschule geschickt, sodass ich von Kind an gewohnt war, um 11 Uhr zur Kirche zu gehen. Heute nennen wir das Kindergottesdienst, aber das war ja, das Entsprechende. Wir waren über 100 Kinder aufgeteilt in 10 Gruppen, Mädchen, Jungen getrennt. In den Gruppen hörten wir die Geschichte,
der Rest des Gottesdienstes war dann mit den vielen Kindern zusammen. Wir machten wunderbare Ausflüge und Feste und Krippenspiele. Und so bin ich so in meiner Kindheit und Jugend wunderbar in diesen christlichen Glauben hineingewachsen und habe auch den Wert einer lebendigen Gemeinde kennengelernt. Und habe das dann auch gesucht, als ich hierher nach Ingelheim kam und in der Gustav-Adolf-Kirche wiedergefunden. Da freue ich mich drüber. Und jetzt möchte ich Ihnen noch meinen Konfirmationsspruch vorlesen. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Das sind Verse aus dem 73. Psalm. Ja, ich möchte Ihnen auch von meiner Konfirmation erzählen. Die war am 15. Mai 1977 in der Lutherkirche zu Wiesbaden. Das ist 43 Jahre her, wenn ich das recht gerechnet habe hier. Ja, seitdem ist schon ein bisschen Wasser den Rhein runtergeflossen. Ich habe auch mal mitgebracht, das, was wir im Konfi-Unterricht gemacht haben. Wir saßen jede Konfirmandenstunde da und haben diese Sachen gelesen und ausgefüllt. Jede Stunde. Das Schönste für mich waren die Begegnungen mit den Freundinnen, mit den anderen Konfis, mit denen ich zusammen war. Eine Konfi-Freizeit hatten wir nicht. Also ich habe in der Erinnerung das Gefühl, wir hätten nicht so furchtbar viel gelacht. Den Konfirmandenspruch durfte man sich nicht selbst aussuchen. Und als ich dann tatsächlich Pfarrerin geworden bin und das erste Mal einen eigenen Konfirmandenjahrgang konfirmiert habe, da habe ich gedacht, Petra, jetzt musst du doch mal nachschauen, welchen Konfirmationsspruch du selbst eigentlich hast. Ich hatte den überhaupt nicht präsent all die Jahre. Und ich habe in meine Konfirmationsurkunde geschaut und habe folgenden Bibelvers aus dem Römerbrief gefunden. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Einige von Ihnen kennen mich ja. Ich habe erst mal schallend gelacht, weil ich gedacht habe, na super, prima. So ein Konfirmationsspruch, der passt ja ganz prima zu einer Pfarrerin. Wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Unaussprechliches Seufzen. Nun ja. Seitdem sind so viele Jahre vergangen und mittlerweile begleitet mich dieser Bibelvers ganz anders als erwartet in meinem Leben, aber gerade auch in meinem Dienst als Pfarrerin. Ich könnte Ihnen von vielen Situationen erzählen, in denen mir um Worte und um das richtige Gebet bange war. Wenn ein Baby oder Kleinkind gestorben ist, nach schrecklichen Unfällen, wenn ein Mensch so verzweifelt war, dass er für sich keinen Ausweg mehr gesehen und sich das Leben genommen hat. Wenn Menschen nach schweren Schicksalsschlägen Hilfe brauchen, da bete ich erstmal im Stillen für mich, bevor ich losgehe. Und oft ist es dann nur ein Stammeln, aber ich vertraue darauf, dass Gott mich schon versteht. Ich weiß in dieser Situation noch nicht, was ich den Menschen Tröstliches sagen kann. Ich ringe um Worte. Ich habe Angst, dass ich die richtigen Worte nicht finden werde. Aber ich gehe los. Rein in die Situation, hin zu den Menschen, die jetzt jemanden brauchen. Auch wenn dieser jemand die goldenen Worte, die den Schmerz wegnehmen, nicht kennt und ein glattes Gebet nicht so einfach über die Lippen kommt oder überhaupt nicht über die Lippen kommt. Ich gehe los, weil ich weiß, dass Gott mir hilft. Er geht mit mir. Oder, wie es mein Konfirmandenspruch sagt, Gottes Geist vertritt mich mit unaussprechlichem Seufzen. Das mag heißen,
dass meine Worte dann vielleicht ungelenk sind, aber ehrlich, eben der Situation geschuldet. Es mag heißen, dass es Situationen gibt, in denen ich wenig oder gar nichts sagen kann, in denen ich einen Menschen einfach in den Arm nehme oder seine Hand halte. Dass wir zusammen sind und diese Situation miteinander aushalten. Einfach nur aushalten. So hat mich mein erst so ungeliebter Konfirmationsspruch schon oft ermutigt. Und er hat mir Halt gegeben. Ich konnte mich daran festmachen und an dem Glauben, den er ausdrückt. Konfirmare heißt bekräftigen, bestärken, festmachen. Unser Glaube ist wie ein Anker, der uns Halt und Schutz in stürmischer Zeit schenkt. Ich glaube, gerade jetzt spüren wir, dass es uns gut tut, in Glaube, Hoffnung und Liebe verankert zu sein, jetzt, wo so vieles unsicher ist. Sicher ist, dass wir zu Gott gehören, dass er derselbe ist, heute, morgen und in Ewigkeit, ein Gott des Lebens und der Liebe. Gut, wenn wir zu ihm Ja sagen können, von ganzem Herzen, jeden Morgen neu. Amen. Wir wollen miteinander und füreinander beten. Du Gott der Liebe, wir bitten dich für unsere Jugendlichen, die enttäuscht sind, weil sie jetzt am Sonntag nicht konfirmiert werden. Und für all unsere Kinder und Jugendlichen, dass sie ihre Wege finden werden, dass sie ihre Fähigkeiten entwickeln können, dass sie in ihrem Leben Menschlichkeit erfahren und weitergeben.
dass sie im Glauben an dich immer wieder gestärkt werden. Wir bitten dich für die Erwachsenen, dass sie mit den Jugendlichen in offenem und interessiertem Gespräch bleiben, auch über den Glauben und das Vertrauen zu Gott, dass sie ihre Fragen ernst nehmen, dass sie ihnen lebendigen Glauben vorleben. Wir bitten dich für uns, deine Gemeinde, dass wir Fröhlichkeit und Freundlichkeit ausstrahlen, dass wir eine Gemeinschaft unterschiedlicher Menschen sind, die einander akzeptieren, dass wir neue Ideen und Anstöße aufnehmen, dass wir voller Hoffnung unseren Weg als Gemeinde gehen, die aus deinem Wort lebt. Und alles, was uns in diesen Tagen bewegt, auch das, wofür wir keine Worte haben, fassen wir in das Gebet, das Jesus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, da wir uns heute mit der Konfirmation beschäftigt haben in dieser Andacht, möchte ich zum Schluss als Segen die Einsegnungsworte sprechen, die bei der Konfirmation über jedem Konfirmanden, jeder Konfirmandin gesprochen werden. Gott, der Herr, sei Sonne und Schild.
Schutz und Schirm vor allem Argen, Stärke und Hilfe zu allem Guten. So segne und bewahre uns der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.